Ein sehr schön gelegener Campingplatz direkt am Wasser, wo man auch mit dem Hund direkt an den Strand gehen kann. Wir waren dort mit der Campingcard Asis und haben 18 Euro bezahlt in der Vorsaison. Was ich gut finde, vor dem Eingangsbereich ist der Müll. Hier kann man Flaschen und Plastik und normalen Müll trennen. Im Juni hier zu Corona-Zeit. Man kann sich scheinbar hier auch so ein Golfcar leisten, so einen Leihen. Wir sind sonntags abends mal angereist, da war nichts los, aber dann ab Freitag war die Hölle. Da kamen Massen. Verschiedene Arten von Bungalows, die man mieten kann. Animation hat am Wochenende stattgefunden und es gab sogar abends am Samstag und am Freitag Disco. Hier ist Waschmaschine, hier ist Animation, aber jetzt sind zu wenig Leute. Überall gibt es. Dann gibt es hier einen kleinen Kiosk oder Einkaufsladen, so kann man das sagen. Da bekommt man die nötigsten Sachen. Haben zwar gepfefferte Preise, aber naja, ein Restaurant ist auch da, ein kleines Restaurant. Dann gibt es hier Tischtennisplatten. Hier gibt es Pizza. Essen viele Leute hier. Scheint zu schmecken. Und dann gibt es einen kleinen Fitnessbereich, den man nutzen kann. Dann gibt es hier einen Bolzplatz. Netz, wo man ein bisschen sich ausruhen kann. Da unten ist auch ein Netz gespannt, kann man auch beispielen. Dartscheiben gibt es da. Und das ist dann der Weg an See. Ja, hier gibt es Liegen, die man kostenlos benutzen kann. Haben die sehr schön gemacht. Boote kann man sich ausleihen. Paddeln kann man, Paddelboote kann man sich ausleihen. Und der Hund kann auch wunderbar ans Wasser. Ist ganz toll. Ja, also das Wasser ist schön flach. Da kann man auch mit kleinen Kindern herkommen. Und natürlich ist ein See, es ist ruhig, keine Wellen, aber sehr kühl. Aber ein Hund kann wunderbar hier rein, keiner meckert. Die Steine, die sind wirklich gut, die hier sind nicht spitze, also sehr schön. Ja, wenn man sich ein Boot mietet, da hinten um die Ecke, da ist so eine schöne Bucht. Hier kann man auch wunderbar mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Hund spazieren gehen. Es gibt überall Wege, da kann man viel machen. Joggen, ganz toll. Das sind Volleyball, Tennis, was auch immer man hier spielen mag. Und dann gibt es hier auch eine Minigolfanlage noch. Da kann man sich die Schläge ja. Wo ist denn da welche? Also hier muss man sich nicht langweilen. Viele Möglichkeiten. Das ist wirklich cool. Das ist auch sehr schön. Auch ein Platz, wo Zelte sind. Das sind
zwar nicht viele, aber boah. Ja, und hier ist halt so ein Haus, wo man sich waschen kann. So, jetzt mal rein. Sehr gut eigentlich, kann man nicht meckern. Wirklich gut zu fühlen. So, ein Spender zur Not, wenn man nichts mit hat. Hier für Kinder. Ach, und sogar für Babys was. Man guckt das an. Gibt es ja wohl nicht. Wickeltisch und alles ganz toll. Ja, und hier wird überall großen Wert drauf gelegt, dass man rennt. Das ist auch sehr gut. Das war noch nicht erlebt, der Zeltplatz. Und hier ist eine Kabine für Behinderte. Rollstuhlfahrer. Das ist oben das Zeichen. Da ist eine Toilette, Dusche und Waschbecken drin. Ja, hier ist ein Raum für Kleinkinder zum Wickeln. So, dann gibt es die Toiletten. Die haben alle irgendwie keine Klobrille, das scheint hier so zu sein. Also entweder bringt man sich eine Klobrille mit oder arrangiert sich damit. Aber Papier ist immer da. Waschbecken. Auch ein Seifenspender. Hier ist nicht Männlein, Weiblein getrennt, alles geht zusammen aufs Klo. Ach, und dann haben sie hier auch noch. Wahrscheinlich für Kinder niedrige Toiletten zum Pinkeln oder keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall was ganz Niedriges. Extra so angemalt. Ich denke, das wird wohl für Kinder sein. Dann gibt es hier Möglichkeiten, schönes heißes Wasser, wo man aufwaschen kann und wo man Kleidung waschen kann. Das ist auch ganz toll gemacht. Drückt man einfach hier unten drauf und dann kommt da das Wasser raus und kann man einstellen. Heiß und kalt. Wirklich toll gemacht. Und hier, weißt du auch nicht, für was das da ist. Dass man da so ein Chemieklo leeren kann. Wirklich. Alles in allem ein schöner Platz. Wenn man hier ankommt, kann man sogar noch den Duft der Bäume bemerken. Und wahrscheinlich durch die Corona-Zeit ist es ganz leer. Es ist kaum einer da. Uns gut, für den Camping-Sitzer ist mein Fahrrad. So, das sind die Öffnungszeiten für den Laden. Hier kann man ja anrufen und fragen, was sie da haben, wenn man da Interesse dran hat. Hier sind die Preise und Baguettes. Und für die Dattelfreunde, die hierher kommen, das ist der Platz, wo es Internet gibt. Am Kiosk. Hier kann man noch das Fahrrad ausleihen. Oh, hier gibt es sogar noch Kurse. Hier ist ein Gastraum. Sorry. Gastraum. Sehr schön. Kicker könnte man hier spielen.
Schön gemacht, wirklich. Ganz toll. Kaum was los. Da ist unser Ding. Platz. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Daumen hoch machen. Vielen Dank!